Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Warlock the Exiled. Ja, war ja jetzt etwas länger Pause aufgrund dem kritischen Absturz meiner externen Festplatte. Ja, da musste ich mir erst eine neue kaufen. Also für all jene, die das jetzt nicht mitbekommen haben, meine externe Festplatte ist mir vom Tisch gefegt worden von meinem liebenswerten Hündchen, nachdem ich mal mit ihm etwas, naja, nachdem ich ihn eigentlich auf die Palme gebracht habe, der mir quer über den Schreibtisch gerannt ist. So. In Ordnung. Ja, jetzt kann es dann endlich wieder, hoffentlich schon bald normal weitergehen. Ich muss mich hier jetzt gerade nur wieder ein bisschen orientieren. Ist der schon da drüben in der Sonnenwüste? Doch, ja, da habe ich ja glatt übersehen. In Ordnung. Wir werden hier mal aufräumen. Wir werden uns hier auch diese Stadt ergattern. Ich denke, das ist ein sehr guter Plan. Weil Frieden... Mit der Ratte will ich nicht gerade unbedingt haben und ich habe noch überlegt, ob ich sie heilen soll. Ist jetzt blöd. Jetzt überlege ich mir, ob ich die vielleicht mal abziehe und kostenlos Frieden ist mal gar nicht der Fall. Wow, das hat ja sehr viel gebracht. Okidoki, will ich für die Mana rausschmeißen, ist jetzt die Frage. Wie viel Leben habt ihr? 14. Die Stadt werden sie so schnell nicht kriegen. Von daher lassen wir die einfach mal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, langt nicht. Gut, dann gehen wir dahin und treffen hier gleich mal die. Allerdings sind die Elementarliebhaber. Ja, dann seien wir doch mal heilfroh, dass wir da eben nicht investiert haben. Ich wollte gerade sagen, das langt schon ganz. Nee, nicht wirklich. Aber so. Gut, wir sind immer noch weit genug weg von der Stadt. 1, 2, 3. Ja, die Bogenschützen hätte ich da vielleicht eins weiter zurückziehen sollen. Ja? Wäre besser gekommen. So, Hexe. Du darfst da nicht durch. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Ja, sowas aber auch. Schlecht. Wenn doch ein bisschen arg viele. Und sie haben es übernommen. Oh, nee. Gut, dann werden wir uns... bei Zeiten auch nochmal darum kümmern. Was hat er da gemacht? Hat er jetzt eine Wüste draus gemacht für Mana-Produktion? Ranoch sagt Danke dazu. Wir dürfen ein neues Gebäude bauen, hier unten sogar. Ja, dann nutzen wir das doch mal gleich aus. Dann passt das eh. So, hier hätten wir die. Gut, machen wir das so. Das dürfte für die tödlich fast enden, nicht ganz. Dann eine große Heilung. Danke sehr. Und natürlich sie hindurchholen. Und mal gucken, wie weit kommen die rauf. Nicht so weit. Allerdings könnten wir die da drüben vernichten. Das ist jetzt eher unwichtig. Ah, bis dahin hätte ich sie schon gerne gekriegt. Eins weiter und dann was soll's. Killpunkt ist Killpunkt. Von daher, die werden das da oben überleben. Was sind das eigentlich da für? Einfach nur so kämpferische Ratten, ne? Congratulations. You have successfully researched a new spell, my lord. Danke, danke. Das finde ich sehr nett, dass ich einen neuen Spell bekommen habe. So, das waren für die. Das bedeutet, er dürfte, genau, na, heilen. Das will ich so. Und zwar die Levitation. Unterhalt 10? Ohoho, also, wow. Ich meine, Levitation ist schon sehr imbar, ne? Ich meine, das bedeutet, er kann hier dann auch fliegende Einheiten angreifen. Und nahkämpferische Einheiten
könnten ihm zum Beispiel nichts antun, solange sie über keine Fernkampfattacken verfügen. Aber dass das so teuer ist, ist schon recht heftig. Was kriegen wir denn hier? Ist da irgendwas dabei? Landwirtschaft. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker, lecker. Ah, Elementar. Feuerelementar herbeirufen. Also wenn die genauso schlecht sind wie schon im ersten Teil, kannst du es vergessen, ne? Allerdings würde ich gerne hier die beiden Sachen holen, weil erstens, das da ist okay, aber das Unwetter, das ist halt also doch schon besser, weil es halt gleich nicht nur einfällt, sondern auch die, wo drumherum liegen, sind Schaden mitmacht. Ein Ritter verlässt in der nächsten Runde eure Dienste, sowas aber auch. Ja, das trifft mich jetzt sehr hart. Wirklich sehr hart. Halli, 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 ho. So, Hexe. So, zeige mir. Oh, das war doch schon mal schön. Und du zeigst mir das da. Und ansonsten bitte noch einmal geheilt werden. So gefällt mir das sehr. Das war aber knapp. Oh, ich muss noch dran denken. Ich muss noch die Stadt umbenennen. Füvel. Vom Phynom gewünscht. Oh, supi. Das ist natürlich eine tolle Angelegenheit. Sie gleich aufgelevelt. Machen wir mal gleich, bevor ich das wieder vergesse. Jetzt fängt das schon wieder an. Nicht ran noch. Deswegen wollte ich die eigentlich immer wieder offscreen machen, weil obwohl ich nur Shift drücke, passiert das. Halt. Fügel. Wenn schon, dann schon. So. Ich hoffe, es war so richtig rum. Weil ich habe den Kommentar jetzt vor einigen Tagen gelesen. Ich muss sagen, ich war jetzt dann auch ein bisschen faul auf View. Was heißt View? Ja, gut. Ich habe halt nichts aufnehmen können. Ich glaube, das war es andersrum. Wenn, tut's mir leid. Allerdings, ich werde gleich nach dem Part danach schauen, ob das so richtig war oder nicht. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Wirkt auf alle verbündete Einheiten in der Nähe. Also sprich, jeder, der sich um ihr Feld herum befindet, hier bei der Hexe, ist davon betroffen. Also auch er bekommt jetzt hier diesen Boni. Sieht man den dann eigentlich irgendwo mal angezeigt? Gute Frage, nächste Frage. Wir nehmen jetzt die Stadt ein. Was soll Schlimmes passieren? Na komm, wir machen das auf die sichere Art und Weise. Wir machen das immer, wobei, wenn er nicht reingekommen wäre, wäre er nicht reingekommen. Auf der anderen Seite, so kann ich ihn jetzt gleich hier hinziehen. Und natürlich bauen wir hier auf unseren Dämmel. Fleischhauer. Aber der Handelsposten würde mich dann eher ansprechen. Wir machen natürlich wieder hier den Helia-Tempel, denn ich will diesen ollen Drachen irgendwann haben. Fehlt uns auch nicht mehr so viel Gold. Gnomensiedler kann nun rekrutiert werden in Neubiegen. Okay. Parley. I demand Parley. Oh, hast du aber ein bisschen mehr Gold, ne? Also, nee, also so günstig wollen wir keinen Frieden haben, mein Freund. So, Verhandlungen beginnen. Frieden schließen. Allerdings hätte ich gerne... Ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Ich habe noch nie Frieden geschlossen. Und zwar... ja, dann halt nicht. Dann halt eben nicht sofort Frieden. So, Lady, kommst du da hin? Da kommst du hin. Sehr gut. Okay, das hat sogar gelangt. Das gefällt mir sehr. Dann können wir das gleich plündern. Teleport. Wow, cool. Geiler Zauber. Mag ich. Yay.
Yay, Teleport, das ist schon mal gar nicht verkehrt. So, da haben wir noch Elementare. Ah, da sind nur die Kleinen da, ne? Die sind also auch sehr anfällig für sowas hier zum Beispiel. Minus 12. Ja, super Angelegenheit. Hätte ich ja den anderen da oben lassen sollen. Dann können wir mal gucken, dass wir hier oben alles langsam aber sicher bereinigen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir einigermaßen zu Rande kommen bei diesem Elementar noch in den tropischen Gefilden. Das wäre mir schon sehr recht, wenn das Viech weg wäre. Wir machen Schaden, die machen keinen Schaden an uns. Okay. Ich hätte die Klingenaxt holen können. Ja, wobei in der nächsten Runde ist das Viech auch platt. So, hier unten dürfen wir wieder was machen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Mana Pool. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich gesagt, ist das hier unten für Nahrung. Allerdings machen wir gerade Nahrung voll viel, weil wir kaum noch Armee haben. Okay, dann machen wir hier noch Mana Pool. So hin. Allerdings möchte ich dann Fruchtbarkeitsmachung, aber ich will da oben das Gebiet natürlich nicht wegkriegen. Machen wir das so? Passt soweit. Jetzt habe ich natürlich vorher nicht nachgeguckt, ob die das schon hatten, ne? Aber passt schon. Die bekommen jetzt Sichtweite plus 1 nutzt mir ja eigentlich relativ wenig. Fernkampfresistenz ist doch egal. So, und natürlich Power-Raken. Also das ist eigentlich nie schlecht, wenn man da so gewisse Einheiten noch in seiner Stadt drinnen hat. Danke. Danke, danke. Danke. Das finde ich sehr nett. Brauche ich schon nicht machen. Gut, die KI geht natürlich davon aus, dass man da vielleicht dann irgendwelche Gebäude hat oder eine Wüste vielleicht ist, wo man dann halt eben die Mana-Produktionsgebäude hat. Das schadet das schon, ne? Also so ist es nicht. So ist es ja nicht. Okay. Wir brauchen auf alle Fälle Armee, allerdings wie erwähnt. Ich will die 700 voll kriegen. Und solange wir hier mit den beiden zu Rande kommen, passt das doch eh. So, was haben wir denn dort oben? Wir haben dort oben Magister, die allerdings Nahkampf nicht ganz so sehr mögen. Allerdings, er mag nicht mehr laufen. Okay, geht ihr mal dahin und oh, machen wir die da oben erstmal. Ui. Na, hätte ich ihn doch stehen lassen können. Kann von jeder Einheit geplündert werden und kann von jeder Einheit geplündert werden. Ja, ist in Ordnung, Junge. Dann gehst du mir zumindest schon mal nicht mehr auf die Nüsse. Danke, danke. Sehr schön. Da oben sind noch welche. Wie viel Life habt ihr? 38. Wir probieren unser Glück. Es langt ja, wenn sie sich zurückziehen. Oh, wir machen derzeit Minus. Ja gut, wegen dem Tempel, ne? Wegen dem Tempel. Das ist natürlich jetzt gerade eher etwas tragisch. Und 90 Mana, das ist doch auch schon was Schönes. Oh, ja, natürlich das Unwetter. Nein, das Gewitter. Dann können wir als nächstes das Unwetter gleich machen. Das würde ich schon gerne mitnehmen. Und zwar halt... Nein, 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 nein. Da... Eins zurück bitte, das Unwetter und ein neues Gebäude. Ja gut, dann würde ich halt sagen, machen wir hier die Bank, oder? Ja, komm, machen wir eine Bank in Ranoch. Das passt eigentlich immer ganz gut. Machen wir dahin, was soll's. Das ist ja fast schon egal. Wobei, so ein magischer Kämpfer hätte ich auch gerne wieder. Ja, gut, jetzt warten wir mal ab. Wölfe der Helia kann rekrutiert werden in Neubiegen. Ach, jetzt kriegen wir was anderes. Kosten aber immer noch 700. Macht der Sonne Basisrüstung Regeneration Tier das Geschenk der Sonne und zerspalten. Also die Einheit hört sich fast schon fast interessanter an. Nur fast interessanter an.
65 Lebenspunkte, 23 Nahkampf, 11,5 Elementar und Zerspalten. Spalten ist immer gut. Ich denke, die werden wir uns holen. Greift halt an. Tut euch keinen Zwang an. Was wird das, wenn es fertig ist? Wenn ich mal fragen darf? So. Ihr geht dahin und zerschnetzelt die. So. Gold. Was? Seid immer noch nicht gelangt. Eieieiei. So was aber auch. Dann macht die hier mal platt. Oh. Das war sein Ende. Doch, er kippt um. Jetzt ist er weg. Gott sei Dank. Ah, sie bekommt ein Feuerschild. Ja, ja. Sie hatte mich überhaupt keine Resistenzen. Also hatte bis jetzt zumindest keine Resistenzen. Jetzt hat sie Resistenzen. Ah, sehr schön. Oder? Hm, egal. Ja gut, mit dem Levelaufstieg werden die natürlich auch ein bisschen teurer. So, wir dürfen hier was bauen. Das einzig Blöde ist jetzt natürlich dadurch, dass wir hier die Stadt im Tropischen verloren haben, dass wir da jetzt natürlich nicht sehen, was denn da so abgeht. Okay, was nehmen wir denn hier ein? Insgesamt 6,5. Würde sich auch unter Umständen eine Bank. Allerdings könnten wir natürlich auch sagen, wir machen die. Was machen wir? Nahrung? Nahrung machen wir allerdings auch nicht verkehrt. Haben wir hier schon einen Schrein? Ja, einen Schrein von Helios haben wir hier schon. Ah, eine Mühle. Kostet aber einiges an Unterhalt. Komm, wir machen eine Bank. Wir wollen ja immerhin die Viecher da haben für 700. Parley. I demand Parley. Ja, was soll's? Was soll's? Was soll's? Dieser Ratte. Wenn der mir nochmal den Frieden bricht, werde ich ihm die, keine Ahnung was brechen. Alles. Halt, die anderen haben wir ja vernichtet. Allerdings sind da schon wieder Viecher. Skarabien. Ja, gut. Aber ich finde das schön, dass die hier so ein bisschen, artentypisch sind, diese Viecher. Finde ich ganz cool gemacht. Bis auf das eine Elementar, da muss ich immer noch sagen, da weiß ich immer noch nicht, was ich von halten soll. Schwerer Tritt oder gekonnte Spaltung? Kolbenschlag oder Spaltung? Kolbenschlag oder Spaltung? Oder, ja, Bonus bei Angriff auf geschwächte Einheiten ist schon nicht verkehrt, ne? Allerdings bei Level 10 kriegt man ja meistens eh schon viel sehr gut down. Dann nehme ich doch lieber... Wir haben ja einmal Spalten. Komm, wir nehmen den Tritt. Ich weiß auch gar nicht, ob die einen Unterschied machen. Und zu spalten ist ja eigentlich immer was ganz Böses. Etwas, das sehr viel Schaden verursacht. Gut, Neubiegeln. Da machen wir jetzt natürlich den Handelsaußenposten. Hier würde sich natürlich eine Bank und so und Finanzamt sehr gut rentieren. Jetzt will er ein Bündnis. Naja, gut. Ich will ja eigentlich nur wissen, was das Elementar macht auf der anderen Seite. Das ist ja nicht ganz so zu vernachlässigen. 120, nicht mehr lange. Dann können wir uns diese tolle andere Einheit da leisten. Das war's für die. Sehr gut. Ach, der kämpft da drüben immer noch rum. Oh, was war das eigentlich für ein Viech? Gleich mal nachgucken, aber bei sich zu Hause immer noch ziemlich starke Probleme. Ein erstklassiger Vampir. Das ist diese. Ja, ich entsinne mich. Hatte ich auch schon gehabt. Besessen hier nur Wesen, die ich irgendwie schon kenne. Was ich natürlich auf der einen Seite ein bisschen schade finde, auf der anderen Seite, nun ja. Einen Hexendoktor. Ja, natürlich nehmen wir den Hexendoktor mit. Warum denn nicht? Da sind schon wieder Viecher und da ist noch so ein Viech. Okay, dann machen wir das halt so rum. Na, die haben aber wirklich sehr lange durchgehalten. Und dann darfst du da zurück. Dann werden wir uns als nächstes hier diesen hier schnappen.
Ich glaube, das ist einfach schlauer, so vorzugehen. Das war ein Riesenfehler im tropischen Gebiet, muss ich einfach selber zugeben. Da das Ganze so weit zu ignorieren und dann zu sagen, okay, das wird schon. Und erst das Portal aktivieren, wenn man wirklich alles gesäubert hat. Oh, jetzt fängt der Müll schon wieder an. Ja, Sumpf. Sumpf kannst du vergessen. Sumpf ist echt böse. Nein, komm schon. Weißt du, wie viel Mana ich brauche hier? Cabo will sauber. Oh, nö. Für Will muss ich ja auch jetzt wieder reinigen. Ist doch widerlich. Deivel, kannst doch keinen verkaufen da. Da will doch keiner wohnen mehr. Und der extra Unterhalt für die ganzen Gebäude. Ich krieg's ja nicht hin. So. Die Spielerei nutzt dem Feind ja auch gar nichts. So, dann gehst du dahin. Komm, mach Sonderangriff, ist doch egal. Kannst du auch noch plündern? Kann von jeder Einheit geplündert werden. Super. Also, das ist wieder spezial. Irgendwie gibt's da nichts für. Okay. Dann 38,8. Wow. Ja, irgendwann werden Nahkampf oder solche Einheiten, die Helden, Namen vergessen, natürlich irgendwann mal unbezahlbar. Ne? Die werden so immer, was natürlich schon genial ist. Halt, ich habe gezaubert. Ich hab gezaubert. Ah, ich hoffe, da unten gibt es nochmal gut Gold, auf dass wir uns dann diese komischen Viecher noch leisten könnten. Wäre natürlich schon sehr schön. Mann, 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 Mann. Hier sollten wir vielleicht auch mal anfangen, so langsam aber sicher. So teuer ist es ja nicht. Man sieht das hier alles wieder schön aus. Fangen wir bei Carboville einfach an. Ja, ich denke, das macht Sinn. So. Hier. Das ging schneller als gedacht. So, wir haben die 700 zusammen. Das bedeutet, wir können uns hier die Wölfe der Helia leisten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und als nächstes werden wir uns diese Stadt holen. Auf der anderen Seite werden wir vielleicht erst noch eine Runde warten. Dieser blöde Drache. Der Ding, das erinnert mich ja dran. Ich glaube, dieses Drachennest war ja in der Nähe, ne? Von der Stadt. Wäre natürlich schön, wenn wir unseren eigenen Drachen züchten könnten. Fruchtbarkeit machen 40. Ja, gut, das ist innerhalb eines akzeptablen Wertes. Genauso wie das da hier ist auch akzeptabel. Okay. Einmal hierhin und natürlich warten. Du gehst. Jetzt ist natürlich wieder der Müll da. Nein, nein, nein. Ich wusste es. Ich wusste es, dass ich es wieder versaue. Erstmal die. Okay, dann gehen wir mit ihm sonst irgendwie entlang. Zur Stadt. Zeig mir mal die Viecher an. Nein, Hexendoktor. 160, okay. Segen des Lebens, dickes Fell, Sonderbehandlung und Nahkampf. Also, letzten Endes eigentlich wie diese komischen Viecher von hier oben, diese magischen Kämpfer. Also Fernkämpfer-Magie habe ich bisher noch nicht gesehen, aber vielleicht brauchen wir da erst noch ein Spezialgebäude dafür, um das zu sehen. Naja. Meine Stadt war das. Na gut, ich habe ihm eine genommen, er hat mir eine genommen. Wow. Das war gerade nicht sehr nett. Also, gut, okay. Dann bitte wieder zurück. Halt. Du. Jetzt. Das da. Was bist du? Du bist ja eigentlich auch nicht gerade was sehr Nettes. Elite. Oder? Nee, hat damit nichts zu sagen. Du bist ja eigentlich auch nichts Nettes. Nicht wirklich. Was bedeutet? Ja,
Ja, da werden wir einige Schuss von brauchen. Leider, leider. Dann gehen wir mal darüber. Und dann wird er dahin. Ja, gut. Kann von jeder Einheit geplündert werden. Kann von jeder Einheit geplündert werden. Kann von jeder Einheit geplündert werden. Genau. Und das Drachen ist da nicht auch gesucht. Du bekommst einen Bonus für geschwächte Einheiten. Das macht Sinn. Dann darfst du nämlich die ganze Zeit auf dieses komische Viech dort unten feuern. Und die bekämpfen jetzt dann da unten wahrscheinlich dieses magische große Ding da. Also da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Das ist einfach nur hässlich. Was auch immer das gerade war, ich weiß es nicht. Das war nichts Gutes. Das hat nichts Gutes bedeutet. Das war fast schon klar. Dann... Oh, er darf nicht fliehen. Das ist schlecht. Sie kann zumindest dich schon mal sehen. Das gefällt mir gar nicht. We stand in her light. Oh, die klingen cool. Okay, ihr kommt mal dahin. Ich darf nicht vergessen, hinten ist ja noch dieser blöde Drache. Ah, ich hätte Teleport machen können, ich Schiff. Mit Teleport kann man nämlich gut Einheiten dann auch nochmal irgendwie in Sicherheit bringen. Oh, das sieht so ekelhaft aus. Da ist es. Alter. Ja. Nahkampf ist es nicht ganz so stark. Das gefällt mir sehr. So, jetzt hat. Abklingzeit. Sandsturm. Sandschlag. Elementar. Geist wäre jetzt natürlich das Beste. Haben wir nix. Fernkampf frisst die halt viel, ne? Cavalry. Teleport. Wo waren der? Magischer Flug. Teleport! Teleportieren wir dich mal nach irgendwo hin. Ihr geht bitte auch mal nach Hause. Einfach warten, einfach mal durchheilen, würde ich sagen, ehe wir hier was ganz Verrücktes wagen oder machen. Nicht, dass wir da irgendjemanden verlieren. Das wäre natürlich tragisch. Und wie dann die Schlacht gegen dieses Viech aussieht, werden wir dann im nächsten Part hoffentlich sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Baba.